Aktien haben einmal mehr positiv überrascht dieses Jahr. In den USA waren 7 Megatech-Werte für den Großteil der Rallye verantwortlich. So hat der Nasdaq über 40%, aber der Dow Jones Industrial nur 4% zugelegt. Entsprechend haben sich die Bewertungsprämien der Tech-Werte auf Rekordhöhen ausgeweitet. Das heißt nicht, dass wir den restlichen Markt in den USA für billig halten. Er hat unseres Erachtens das Idealszenario eines milden Abschwungs und niedriger Inflation eingepreist. Bei den Megatech-Werten dürfte außerdem viel künstliche Intelligenz-Euphorie eingepreist sein. Zu viel, denken wir, auch wenn wir von der Technologie überzeugt sind. Wer schon jetzt auf KI setzen will, kann dies über den Sektor Kommunikationsdienstleistungen tun, der noch relativ bezahlbar aussieht. Wir mögen ebenso europäische Nebenwerte. Ihr Bewertungsabschlag gegenüber dem US-Markt ist rekordhoch und sie bieten eine gute Möglichkeit, in Substanzwerten investiert zu bleiben. Zyklischen Konsum mögen wir auch. Er dürfte von steigender realer Kaufkraft profitieren. Auch wenn wir Aktien derzeit keine hohen Renditen zutrauen, sind sie als relativer Schutz vor erneuten Inflationsschüben wichtiger Bestandteil jedes Portfolios.